Mike und ich haben unterschiedliche Ansichten. Ich bin Vegetarierin, trinke kaum Alkohol und mein Glauben ist mir sehr wichtig. Michael ist nicht religiös, isst Fleisch und trinkt gern. Wir haben ganz unterschiedliche Lebensstile. Das ist schwierig. Geht es dir gut? Vermisst du zu Hause? Es ist schwer. Ich weiß. Viele Veränderungen. Deswegen will ich dieses Wochenende mit dir genießen. Lass uns einfach entspannen. Was hältst du davon? Passt's? Passt das? Ob's passt? Manchmal nuschelst du. Wenn ich deutlicher oder langsamer reden soll, sag Bescheid. Thank you. Gleich kommt dein Fleisch. Schon? Für dein Essen musste jemand sterben. Jemand ist gestorben? Ein Tier. Oh. Ich liebe Essen. Ich esse auch gern Gemüse, aber es geht nichts über ein gutes Steak. Einmal Muscheln für die Dame. Und hier ihr Tomahawk Steak. Bon Appetit. Enjoy. Oh yeah. Jak. Bist du zu 100% Fleischesser? Ja, ich habe mein ganzes Leben lang Fleisch gegessen. Aber ich mag auch Gemüse. Ist gesund. Du könntest wechseln. Eine Woche Fleisch, eine Woche keins. Ein neues Leben. Würdest du eine Woche lang Fleisch essen? Nein. Ich mache dir Fisch. Ja. Ich versuch's. Gut. Aber ich habe dir nie verschwiegen, dass ich Fleisch liebe. I love it, you know? Ein Kompromiss würde mir zeigen, dass ich dir wichtig bin. Was meinst du? Das ist nur fair. Wann fangen wir an? Forderst du mich heraus? Ab morgen. Wir versuchen's. Natalie möchte, dass ich ihr etwas beweise. Daher soll ich im Wechsel eine Woche ohne und eine Woche mit Fleisch leben. Manchmal ist sie wegen des Essens etwas zu fordernd. Aber ich versuch's gern mal. Doch am Ende werde ich selbst entscheiden. Denn niemand schreibt mir vor, was ich essen darf. Schlag ein. Du gibst mir dein Wort? Ich schlag ein. Was wollen Sie trinken? Bier, Cider, Wein? Bier. Perfekt. Und für Sie, Miss? Wasser. Oder haben Sie Tee? Ja. Mir ist kalt. Du bringst mich an einen Bierort. Bierort? Bier. Eine Brauerei. Michael hat uns in eine Bar gebracht. Eine Bierbar. Bierbar. Gestern Wein, heute Bier. Klar. Ein Bier. Und hier verschiedene Teesorten für Sie. Wollen Sie auch essen? Die schwarzen Bohnen. Ist das vegetarisch? Ja. Und für den Herrn? Wie groß ist das Brisket? Die Nachos sind reichlich, das reicht für zwei. Klingt gut. Okay, ich gebe die Bestellung weiter. Was sind Nachos? Da ist Brisket drauf. Fleisch? Ja. Was ist mit der Challenge? Nächste Woche.
Du hast gesagt heute? Nächste Woche. Und dann wöchentlicher Wechsel. Ab heute? Ab heute? Zu spät. Und gestern hatte ich mich so gefreut, dass er sich für mich ändern will. Wenn er mir in den 90 Tagen nicht mit irgendwas entgegenkommt, würde ich mich nicht wertgeschätzt fühlen. Ich möchte, dass mein Mann mich respektiert. Gutes Bier. Kräftig. Willst du mal probieren? No? Unser Essen. Okay, ein vegetarischer Burger für Sie. Und hier das Nacho Brisket. Das sind Bohnen? Ja. Sieht aus wie Fleisch, ihr seid super. Guten Appetit. Thank you. Das ist fantastisch. Nicht gesund, aber so lecker. Was beschäftigt dich? Die Hochzeit. Und? Wir sollten einen Termin festlegen. Wenn du überhaupt heiraten willst. Ich kann noch nicht sicher sagen, ob ich will oder nicht. Ich hoffe, du verstehst das. Für einen Termin ist es zu früh, du bist gerade erst angekommen. Bitteschön. Was ist das? Root Beer mit Eiscreme. Was ist das? Probier. Aber wie? Einfach trinken. Was ist das? Hau rein. Frag nicht so viel, lass dich überraschen. Ist da Alkohol drin? Nein. Nur Vanille und Zucker. Selbstgemacht. Root Beer. Das ist Bier. Es wird nur Root Beer genannt, da ist kein Bier drin. Wenn das Alkohol ist. Ist es nicht. Aber hier steht Bier. Das habe ich versucht zu erklären. Bevor ich Natalie heirate, muss sie mir vertrauen. Sie hat keinen Grund, es nicht zu tun. Ich finde, sie muss mir mehr zuhören und offener werden. Sie ist zwar für mich hergezogen, aber das heißt nicht, dass wir allein nach ihren Werten und ihrer Kultur leben. Es muss eine Mischung sein. Das halte ich für fair.